Ich hätte auch Hector entwickeln können, aber wegen der neuen Bogenfähigkeit ist Lyndis bei den ganzen Wyvern-Rittern doch deutlich praktischer. So, ich zock das Level jetzt noch kurz an und dann mache ich mal eine Aufnahmepause. Nochmal den Eisenbogen voll auf. Den Bergen trifft er sicherer. Sehr schön. Und du lässt das Dorf auch in Ruhe. 0% Trefferchance. So muss das aussehen. Leider kein Dreifach-Nuller, dafür ist die Angriffskraft zu hoch. Muss aber auch nicht sein. So, Oswin darf auch mal wieder was machen. Ja, Eisenaxt, das passt. Ninian tanzt einmal, damit Wrath außen rumkommt. Moment, war hier nicht? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, mich da an was zu erinnern, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Erstmal. Selbst ohne Critical One-Hit. Alter Dart. Berserker. So. Übrigens hier. Weida hat einen verzauberten Speer, deswegen ihre abartigen Werte. Allerdings können wir Weida rekrutieren. Und wisst ihr auch wie? Nun, dafür müssen wir sie ganz einfach in Ruhe lassen. Außerhalb ihrer Reichweite bleiben, dann kommen sie nicht an. Tja. Woher soll man das wissen? Mit. Nicht weit da. Naja, der kommt mir zu weit. Lieber hier rum. Der erreicht mich nicht. Oh. Saubere Eröffnung im Schwerthief. Und die Echse ist so riesig, da bebt die Erde, wenn sie landet. So, da kommt jetzt keiner ran. Genau. So war das geplant. So, du stirbst. Zack. Die krittet echt nicht oft. Naja. Dann, übernimmst du mal den Myrmidon. Jupp, mach ihn down. Ja. Stahlklinge. Interessant. Zerbrach. Dann hast du jetzt Eclipse ausgelöst. Scheiße. Na, egal. Den einen Wyvern-Ritter musst du schon wegstecken. So, und du gehst elegant hier rum. Hier geht auch mal vorne rum, weil da oben schon erscheinen dann die meisten Einheiten. So, Guy auch nicht wieder dabei. Nicht Mitsu, sondern Guy. Ja, um die unten kümmern sich Rev und Florina. Ihr zwei bleibt mal dezent im Hintergrund. Ich korrigiere, ihr vier bleibt mal dezent im Hintergrund. So. Übrigens, hier erscheinen noch ein ganzer Haufen Wyvern-Ritter, also... nicht täuschen lassen. Das waren nicht alle Einheiten. Übrigens, Kanas ist gar nicht so davon gelevelt, wie ich befürchtet hatte, weil... ja, Guy einfach allem ausgewichen ist. Sich mit 50% penetrant weigert zu kritten. Was ist denn los, Guy? 55% sogar. Niedlich. Und Hems. Oswin hat es immer noch drauf. Hey, mach keinen Scheiß, Kumpel.
So, Bogenskill und die neue Angriffsanimation zeigen. Bogenskillen. Bringt nichts, Kumpel. Trotzdem kann Ines ja nicht alles alleine machen. Deswegen kommt sie mal die Verstärkung an. Wie weit kommst du nochmal? Bis zur Festung. So. So. Und so. ...55%. Nicht ein Critical. Die kommen nicht so weit. Okay. Müssen da Berge. Nein. Das wollte ich. Ja. Nimm mein Schwert. So. Und... bam. So. Sehr schön. Geht schlechter. Und du bist down. Hol dir mal auf. Oh. Okay, Kanas, du brauchst trinken, neuen Flux. Ein Glück haben wir welche gekauft. Dart, leg mal einen zu. Einen Zahn zu, meine ich. Selbiges Dude Guy. Matthew! So, mal gucken. Du kriegst 13 Schaden von ihm. 13 Schaden von... Das ist noch der gleiche. Ein Schaden von ihm. Und von ihm kriegst du 5 Schaden. Nein, das wollte ich nicht. Egal, wenigstens steht er im Wald. 13 Schaden und ein Schaden wird auf jeden Fall nicht reichen, um Heath zu finishen. Und wenn neue Einheiten spawnen, dann bewegen die sich erstmal nicht. Also insofern passiert da schon nichts. Trotzdem ein bisschen unnötig. Dann wär's das. ...2% Trefferchance. Niedlich. Oh, der Bandit kommt auch mal an. Mit Glanz macht er einen Schaden. Ja, hier wird auch ein bisschen in Resistenz zugelegt. Oh, jetzt musst du in Melee gehen. Das ist ja blöd. Bam. Und bam. Sehr schön. Und noch mehr Resistenz. Dann macht der andere wahrscheinlich überhaupt keinen Schaden jetzt. Ja, genau. Ja, dann mach ihn weg. Ist ja gerade eh keiner da, der dich angreifen könnte. Tja, war wohl nix. Auch wenn es ein Wyvern-Ritter ist und deswegen eher anfällig gegen Magie, ist es dennoch eine Rang-2-Einheit und das darf man nicht unterschätzen.
Zeig mal eine neue Angriffsanimation, Lündis. Critical noch? Nö. Macht aber auch nichts. So, reicht das? Nee. So, und warum die Genie jetzt hier den Bogenschützen unten nach unten geschickt hat, obwohl ich genau weiß, dass von oben die Bühnenritter kommen werden? Keine Ahnung. Fakt ist aber, ich hab's gemacht. So, Kanas. Matthew. Und du kümmerst dich mal um den hier. Ist der auch mal weg. So. Nervensäge. Inzwischen. Lockst du mal die beiden hier an. Und Florina geht dann auch hoch. So. Spawn hier bald mal die Wyvern-Ritter. Kurzbogen. Süß. Ich sehe gar nicht an, warum ich hier schon den Stahlbogen einsetzen sollte. So, andere auch noch, dann gibt's ein Level-Up. Süß. Wirklich süß. Sehr schön. Das heißt, wird sich zeigen. Ja, doch, war schön. Zumindest mehr oder weniger. Oh, sieh an, ihr seid es. Ich? Genau, ihr gehört zu ihnen, nicht wahr? Ich weiß, das sollte ich nicht tun, aber ich werde die Ehre nicht weiter dieser Neuen überlassen. Was? Oh, nichts, ich führe nur Selbstgespräche. Viel wichtiger ist, dass ich euch dies hier überreichen möchte. Es ist ein Schmiedestab, er repariert Items. Die meisten Items macht er wieder wie neu. Versprecht mir, dass ihr diese Wyvern-reitende alte Vettel vom Himmel holt. Wir sehen uns dann wieder, da bin ich sicher. Ja, wer sich noch erinnert, das war eine der Vorfangs, die hier ihre Verbündeten eiskalt in den Rücken fällt. Egal, wir haben den Schmiedestab. Ich sag echt oft egal. Wir haben den Schmiedestab und darauf kommt's an. Denn wie sie schon gesagt hat, repariert er Items. Vor allem bei den einmaligen Items ist das sehr nice. Weil man die halt nur einmal hat. Damit ziehe ich vor allem auf das Wolfbeil und das Manikatti von Lündis und Hector. Weil man die ja recht oft einsetzen kann. Und ich jetzt natürlich überhaupt keinen Grund mehr sehe, warum ich mit denen rumgeizen sollte. So, dann bauen wir hier mal eine Verteidigungslinie auf. Bis dann die Wyvern-Ritter ankommen. So. Jawohl. Na, wo bleiben sie? Ich weiß, was ihr kommen wollt. Nicht? Die Hälfte haben wir schon. Aber dafür dürfen wir uns natürlich nicht täuschen lassen. Ich könnte auch langsam mal dich heilen. Wäre so eine Idee. Die nach einem Plan klingt. Ja, endlich. So, dann erstmal wirst du schön gepflegt.
ist hier in Deckung. Und Ninja macht die Lücke dicht. Dann rüstest du deine Lanze aus. Genau wie du. Und du nimmst deine Axt. So, dann kommt mal her. Und noch mehr. Oh, und Duschüsse gibt's ja auch noch. Aber ganz ehrlich, ich sehe überhaupt nicht an, warum ich jetzt vorpreschen sollte. Hier vorne sind alles ziemlich tankige Einheiten. Hier vorne sind alles ziemlich tankige Einheiten. Sollte doch kommen. Kurzer Wechsel noch. Jetzt sollen sie kommen. Ja, die können mir nichts. Kämpfer in der ersten Reihe, Heiler mit Pokertief in der zweiten. Und ein Critical von Heath. Wie riesig ihm seine Hexe einfach geworden ist. Oh, da greift jemand Guy an und trifft. Und Guy weigert sich, penetrant zu kritten. Was ist denn los, Guy? Na, egal, jetzt greift wenigstens keiner mehr an. Okay, ich korrigiere, jetzt greift mir keiner mehr an. Alter, Guy, du könntest ruhig mal... Oder zumindest treffen könntest du. Wäre so eine Idee. Oh, er greift nur einmal an. Aber von den beiden Vierertrupps abgesehen, war es das jetzt, glaube ich. Dann heil du mal Guy. Sehr schön. Und dann wird es Zeit für einen kleinen Platzwechsel. Kommen die da hin? Kommen sie. Dann machen wir es ein bisschen anders. Machen wir es so. Dass du jetzt erstmal den hier down machst. Dann macht Guy einen Rückzieher, weil das ja gezeigt hat, was er nicht drauf hat. Dart. Klopft hier mal drauf. Er krittet. Aber Matthew nicht. Guy! Aber Guy nicht. Ja, so viel zur Formation. Bucket. Wams. Daneben. Und Wams. Ach ja, Oswin. So, machen wir hier mal wieder dicht. Außer du prescht nicht vor. So. Und wieder geschlossene Formation. Ja, kommt doch alle. Ja, genau, greift ihn an. Beste Idee ever. Wirklich. Mhm. Nett. Ja, das ist so viel intelligenter, wenn ihr anfällig gegen Magie seid. Plus greift kann das nach wie vor nur einmal an.
Das macht's auch nicht besser, Leute. Oh, auch mal einmal. Gegen den hast du die wenigsten Chancen, Kumpel. So. Das war's.